Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom auf der PS4. Jawohl. Ach ja, ihr fragt euch sicher, hey, das kennen wir doch schon. Ja, das kennt ihr schon. Aber, ja, ich lasse ihn erstmal labern. Das stört sonst. So, gut. Ich habe die Mission jetzt einfach nochmal neu gestartet. Aus dem Grund, weil mich das mit der Automap da ziemlich aufgeregt hat, dass man nicht zurückkommt. Das heißt, man muss ja vorher irgendwie hinkommen. Das heißt, wir schauen uns das nochmal an. Und übrigens will ich jetzt nochmal gucken. Okay, Flaschenöffner, doppelt hält besser, Versteckspiel. Das heißt nochmal doppelt hält besser. Interagiere mit zwei Runen, Prüfungsstein, okay. Finde zwei Sammlerstücke, auch okay. Alles klar, okay, gut, alles klar. Wir haben nur noch eine von denen. Nein, eine von denen, okay. Alles klar. So, ich muss erst mal in die Steuerung reinkommen. Okay, so geht das. Alles klar. Oh, da fackelt schon wieder einer. Da fackelt einer schon wieder nicht lange rum. Verdammt. Hey, du Sau! Ah! So, da machen wir jetzt ohne Umschweife dran rum. So. Da sind ja die Vögel. Wir schauen uns das jetzt nochmal genauer an. So, hier müssen wir dann rein. Aber erstmal kümmern wir uns wieder hier um die Arschlöcher. Wir müssen die erstmal ein bisschen trennen. Wir brauchen ja 5 Flaschenöffner-Kills. Okay, das heißt, wir klopfen den erstmal. Und zack. So, das war die Nummer 1. Und... Scheiße. Das war nicht die Nummer 2. Ah, das war auch nicht die Nummer 2. Mann. Himmel, Arsch und Zwirn. Okay. So geht's leichter. Ja. Und, so, das ist die Nummer 3. Nächster. Okay, da müssen wir auf jeden Fall reinkommen. Halt. Das Ding nehmen wir natürlich gleich mit. Unsere schöne Weihnachtskugel, Schneekugel aus der Hölle. Ups, ist kaputt gegangen. Macht nichts. So, jetzt gucken wir gleich mal. Okay, was hatten wir das letzte Mal genommen? Ich glaube, Munition. Oder Rüstung. Munition, Rüstung, Munition, Rüstung, Rüstung, Munition. Aber jetzt was wir nehmen. Rüstung. Kann man immer gebrauchen. So, jetzt drücken wir hier mal das Knöpfchen. Und wir kümmern uns erstmal hier um die Gegner und danach können wir uns immer noch um den Rest kümmern. So, rechter Unterschenkel. Scheiße. Das war ein bisschen zu schräg. Ja. So, du jetzt so und dann 4. Scheiße. 5. Na also. Perfekt. Ich wollte schon immer mal... So. Das wollte ich schon die ganze Zeit machen. So, was passiert, wenn ich jetzt mal hier so auf den da ziele? Ah, okay. Perfekt. Gut. Ein bisschen rumexperimentieren, was passiert, wenn, ne? Okay. Alles klar. Gut, waren hier noch Gegner? Ja, da oben waren auf jeden Fall noch Gegner. Wie, kein Sprit mehr. Ah, warte mal. Ja. Moment, ich will erstmal kurz was gucken. Wir haben ja noch hier so die Waffenherausforderung. Den Explosivschuss haben wir soweit fertig. Was fehlt hier noch? Was war das hier noch? Ah ja, noch dreimal. Ah, siehst du, das hätten wir jetzt noch machen können. Okay. Das haben wir komplett... Da haben wir noch nichts. Da fehlt noch. Da haben wir noch nichts. Okay, okay. Das heißt, halt. Schwerstummgewehr ist okay. Das da. Super Schrotflinte. 2 mit einem Schuss. Das kriegen wir hin. Ja, ja, natürlich. Könnt ihr mal ein bisschen näher zusammenrücken? Entschuldigung. Oh, shit. Ja, und. Mist. So. Okay. Das war jetzt nicht ganz so wie geplant, aber naja. Wir haben nicht genug Anwärter und ohne Gläubige. Das kennen wir ja schon. Das nehmen wir mit. Ohne Sie können Kodex-Eintrag, wir okay. So, bevor wir jetzt. Warte mal, wir öffnen mal das hier. Ja. So, gut. Wir wissen ja, was da drin abgeht. Und sobald wir da reingehen, können wir nicht mehr zurück. So, ich gucke jetzt nochmal auf die Karte. Hier ist die Automap. Da ist noch eine Rüstung. Das war auf dem Klo, ne? Irgendwie müssen wir da doch reinkommen können. Warte mal, ich schaue mir das nochmal an. Vielleicht... Also hier können wir nichts machen.
Da ist die Automap. Da ist eine Dartscheibe. Oh, ein altes Doom-Poster. Was haben wir denn da? Warte mal, da vielleicht irgendwo da so links bei der Tür oder so? Nee. Aha. Da ist ein Loch in der Decke. Ein Loch in der Decke. Loch, 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 Loch. Oh. Nee. Ah, natürlich. Moment, 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 Moment. Nee, da ist nix. Okay. Die Rüstung nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Da ist auch nichts. Ich habe gedacht, vielleicht hier irgendwo bei so einer Klokabine oben drüber, dass man aufs Klo klettern muss oder so. Oder irgendwie sowas. Aha. Aha. Okay, Nee. Okay, das geht nicht. Klo? Nee. Das geht so auch nicht. Das geht ja eigentlich nur von hier. Oh Gott. Aha. Bingo. Sehr nice. Du Sack. Du hast mir den Eingang nicht verraten. Was bist denn du? Mann, wir müssen doch mal die Augen offen halten. Nicht, dass hier gleich irgendwo dieser Hebel ist, ne? Nicht, dass ich da jetzt schon wieder einen Fehler mache. Während ich denke, ich mache keinen Fehler. Deswegen gleich mal gucken, ob hier irgendwo noch so ein Hebel abhängt. Ihr wisst genau, welchen Hebel ich meine. Also tut nicht so. Okay. Perfekt. Geheimnis gefunden. Sehr schön. Handschuhe. So, erstmal den USB-Krieger. Okay, gut. Das heißt, wir haben schon mal das. Hier kriegen wir die Automap. Perfekt. Und, ah ja, von hier aus können wir das dann entriegeln. Ah, okay. Gut. Also, das müssen wir mal im Hinterkopf behalten, dass sowas möglich ist. Hier hinten ist auch kein Hebel. Okay, wenn hier nichts ist, dann ist hier nichts. Alles klar. Wir füllen noch die Lebensenergie auf. Perfekt. Gut, wir sind gut dabei. Das heißt, wir haben jetzt hier schon mal alles. Boah, guck mal da unten, wie viele Extras es hier gibt. Ach du heilige Scheißendrecksscheiße. Oh Gott. Warte mal, bevor wir jetzt weitergehen, eine Kleinigkeit nochmal überprüfen. Weil ich weiß genau, es gibt auch immer wieder mal solche... Nee. Okay. Naja, ich habe gedacht, vielleicht ist hier irgendwo der Hebel unter der Treppe, weil ich den Bereich hier, glaube ich, noch nicht abgesucht habe. Hier wäre so ein perfekter Ort gewesen. Ist einfach so hier hinten dran. Bleiben Sie standhaft. Das wäre echt ein idealer Ort gewesen, aber irgendwie ist jetzt auch nichts. Und so den Bereich hier, da passiert ja nichts mehr, wenn wir jetzt da mal so kurz uns umgucken, oder? Weil ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, bevor wir jetzt hier weitergehen. Was ist denn das? Achso, das ist nur das Stoppding. Okay. Willkommen bei der UAC. Errichtete Blut. Weil man weiß ja nie, ne? Der Hebel könnte ja echt überall sein. Und deswegen gucke ich lieber 10-mal nach, bevor ich wieder irgendwas vergesse. Weil ich hasse es, wenn ich was vergesse. Ach ja, übrigens, ich wurde gefragt, auf welchem Schwierigkeitsgrad ich spiele. Es ist der normale Schwierigkeitsgrad. Ich weiß jetzt nicht genau auswendig, wie er heißt. Ich glaube, tu mir nicht weh. Ist, glaube ich, nicht korrekt. Ich glaube, es ist Bring It On. Oder also... komm her, oder wie es auf Deutsch auch immer heißt. Ich glaube, das ist... Also ist auf jeden Fall nicht der leichteste Schwierigkeitsgrad. So, da unten die Treppe habe ich schon 10-mal abgeguckt. So, und jetzt gehen wir endlich weiter. Es tut mir zwar leid, ich cutte jetzt auch nichts. Ha! Ich cutte nämlich nichts. Das heißt, ich... Aua, du Sack! Das heißt, ich werde jetzt auch diese ganze Geschichte hier mit dem... mit dem Berserker nochmal machen. Do not shoot. Was? Do not... Soll das shoot heißen? Oh, scheiße.
Ich hab gedacht, es wäre vielleicht so ein kleines Gimmick. Wenn da jetzt steht, do not shoot, dann schieße ich drauf und dann passiert irgendwas. Weil wir sind ja hier, um Regeln zu brechen. Verdammt, das wollte ich doch gar nicht. Muss ich erst wieder voll an die Steuerung gewöhnen. Okay, gut. Das heißt also, wir kümmern uns auf jeden Fall um die hier. Kommt mal her, bitte. Sammelt euch, meine Brüder. Hallo? Hallo? Hä? Hallo? Habt ihr irgendwie keine Lust, gegen mich zu kämpfen oder so? Was ist denn mit euch kaputt? Ach so, ihr betet, natürlich. Au. Ja klar, jetzt kommt er wieder angeschissen. Kaum schieße ich einmal. So, komm, noch einmal zwei Stück zusammen. Kommt, noch einmal zwei Stück zusammen. Ein einziges Mal. Kommt her, ich will das jetzt machen. Na, also. Doppeltrouble. Sehr schön. So, das heben wir uns auf. Hat man ja gesagt. Kleine Mistmale machen wir gleich weg. Hier war doch noch eine, oder? Ne, die ist weg. Gut, dann würde ich sagen, legen wir jetzt erstmal voll los. Ach, Dusche wieder. So, weg mit dir. Und los geht's. Hui. Bist du? Hier war noch einer. Da. Das ist mein Lieblingsmove. Ich hab die Schnauze voll von euch. Kommt her. Ich pack euch in kleine Stückchen. Wow, der hat gesessen. Los. Komm her. Nächster. Los! Zeig dich! Komm schon, schnell, bevor der Berserker-Modus nachlässt! Scheiße, schon wieder nachgelassen! Blöde Kuh! Der hat gesessen. Okay, ihr wollt's nicht anders. Halt! Komm runter von der Decke, du Sau. Ich krieg dich, ob du willst oder nicht. Na 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 na. Na 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 na. Mist. Hast du mal Schwein gehabt? Du Sack da oben. Oh. Na, komm schon. Diesmal ist er ein bisschen hartnäckiger, aber okay, das kriegen wir auch. Ist nicht wahr. Ist die Sau doch tatsächlich schon wieder ausgewichtet. Ups, erwischt. Ho, 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 ich mag das Ding. Diese Railgun ist einfach zu göttlich. Und erwischt. Na also, das hat mir Spaß gemacht. Ach ja. So, wir nehmen noch mit, was wir nehmen, was wir mitnehmen können, tun. Und dann geht's weiter, würde ich sagen. Dann geht's auch mal ins richtige Level rein. Können wir da überhaupt rein eigentlich? Sieht so aus, als könnte man da rein, aber ich glaube nicht. Gut, hier war ja sonst weiter nichts erstmal. Die ganze Rüstung, das nehmen wir noch mit. Und ach ja, Kettensäge. Siehst du mal. Wir müssten eigentlich irgendwann auch nochmal mit der Kettensäge ein paar Leute abschnetzeln. Schnitzeln. Ich vergesse es immer wieder. So, okay. Kriegen wir wieder unseren Elektroschock. Keine Sorge wegen der Systemaktualisierung. Das ist ein Prototyp unserer interdimensionalen Kette. Damit kann ich dich aus der Hölle zurückholen. Natürlich. Bitte entschuldige den Stoß. Aber ich dachte mir, dass du dich sonst weigern würdest. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe einige Vorräte in meinem Büro. Hier klar. Entlang, bitte. Natürlich. Ich bin Dr. Samuel Hayden. Ich habe Vorräte für dich. Ich bin Dr. Hayden.
Du siehst kein bisschen aus wie Isaacs Anzug. Ich meine jetzt nicht von The Binding of Isaac, sondern ich meine jetzt von Dead Space. Ist mir mal so aufgefallen. So ein bisschen. Nimm, was du an Vorräten brauchst. Nimm alles. Kann alles gebrauchen. Alles, was bum bum macht. Ja, damit. Pflanze. Ja, der Mars, ne? Ziemlich anstrengend. Die Zerstörung des Argent Towers ist verheerend. Verheerend. Aber ich bin bereit, dir zu helfen, das Portal zu schließen. Portal. All unsere Arbeit und unser Wissen über ihre Welt beruhen auf den Inschriften eines großen Steinartefakts, das wir zu Beginn des Programms aus der Hölle geholt haben. Wir nennen es den Helixstein. Mhm. Es ist unser wichtigstes Stück. Ja, Helixstein. War besessen davon. Genau. Der Stein hat uns verraten, wie man die Energie der Hölle manipuliert und für sich nutzen kann. Außerdem hat er uns zu dir geführt. Der Helixstein hat uns geholfen, die Macht des Brunnens einzufangen. Oh, ja, 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 genau. Ich bin überzeugt, dass er dir zeigen wird, wie du den Brunnen stilllegst. Olivia hat den Helixstein schon seit Jahren in ihrem Büro in den Lazarus-Laboren. Mhm. Ja, Labor. Den Komplex für fortgeschrittene Forschung. Auf der anderen Seite keine Kaffeemaschine oder so? Erreicht werden. Deine Vorliebe für Waffen ist offensichtlich. Was, Waffen? Ja, klar. Ich bin sicher, du wirst dort etwas Nützliches finden. Okay. Ich will Waffen. Der Wartungsaufzug liegt am Ende des Gangs. Danke. Blödmann. Naja, schließ dich nur rein wieder. So. Jetzt zapfen wir hier nochmal an. Gut. Und ich würde sagen, wir können mal einen ersten kleinen Blick hier reinwerfen. Gibt's hier coole Fahrstuhlmusik? Nö. Ha! Ha! Okay. So. Wir sind da. Ich weiß zwar nicht wo, aber wir sind da. Jetzt haben wir zwei. Hier haben wir drei. Was können wir jetzt eigentlich mit dem Gewehr? Du kannst zweimal mit der Superschwimmung vor- oder nachladen musst. Gefällt mir. Gefällt mir. Ja, das mich nicht ist, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Durchdringen beim Zoom ihre Ziele. Okay, das machen wir. Wir müssen nämlich langsam mal anfangen, hier das andere da zu aktivieren und nicht zu aktivieren und so weiter und so fort. Halt, ich wollte auf die Automap gucken. So. Okay, wir haben jetzt erstmal so einen klitzekleinen Bereich. Da ist die erste Runenprüfung, USB-Krieger, okay, da geht's auch lang. Sieht soweit ganz okay aus. Mal abwarten, was uns hier so erwartet. Hier ist definitiv Secret. Wie wir da hinkommen? Fragezeichen. Ich denke mal, es wird sich zeigen. Ja, das Wichtigste ist, dass das Feuer nicht aufhört zu brennen. Ja! Feuer! Was passiert eigentlich, wenn wir der Kettensäge mal einen von oben töten? Das würde mich mal interessieren. Kommt her! Das ist Sparta! Na, verdammt. Hallo? Aha, eine Luftschleuse. Da gehen wir noch nicht ran. Definitiv noch nicht. Okay, gut. Hallo? USB-Krieger. Ein USB-Krieger. Der wird mir helfen. Jawohl. Prätorenmarke. Ach, da ist wieder so ein Ding. Das ist die Luftschleuse. Da ist die Runenprüfung. Hier kommen wir nicht durch. So, wir wissen ja jetzt auch auf die Decke achten. Boah, Zungenbrecher. Auf die Decke achten. So. Sieht aber so aus, als wäre jetzt hier nichts Besonderes. Nee,
Okay. Okay, okay. Halt. Ja, vielleicht. Nee. Okay. Gut, das heißt, wir müssen erstmal da drin aufräumen und können dann hoffentlich auch mal. Moment. Aha. Okay, hier ist nichts. Ich schaue jetzt in jeder Ecke nach. Gut, dann verabschiede ich mich erstmal. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Doom. Also bis dahin, macht's gut.